Gucken uns die erste Folge Pedro Hunter. Keiner will dich hier anfassen, wobei für ihn kann ich nicht sprechen. Das ist Jimmy. Jimmy ist 33. Jimmy mag mit Kindern. Jimmy denkt, er schreibt gerade mit der 12-jährigen Nina, aber er schreibt mit uns. Jimmy ist so irre, dass man nicht weiß, ob Jimmy lügt oder ob er tatsächlich der Schlimmste ist, den wir bisher hatten. Jimmy erzählt oft von seiner Cousine und auch von seiner Nachbarin. Soll ich das vorlesen? Auf dem Bild? Nachbarin. Die eine ist 13, die andere ist 12. Jimmy hat mit Nina, also unserem Lockvogel Denise, telefoniert und sich für Samstag in Minden verabredet. Aber statt Nina erwarten ihn da die Panthers. Wie lange geht das Video? Ah, nicht lange, 9 Minuten nur. Wir haben eigentlich alles besprochen. Für nachher, er muss nur auftauchen, ja. Heißt er, ist jetzt ein halbes Jahr mit dir in Kopf auftauchen, ja. Ich mag es, Jung, mein Kumpel auch. Die auf dem Belt ist 11 Jahre. Schlimm? Oh mein Gott, das ist eine. Heißt er, ist jetzt ein halbes Jahr mit dir in Kontakt. Ja. Hat Kinder geschickt, hat angegeben, dass er angeblich mit seiner 13-jährigen Cousine hatte. Er hat angegeben, dass er mit seiner 13-jährigen oder 12-jährigen Nachbarin hatte und glaubt jetzt, sich mit einem 12-jährigen Mädchen zu treffen. Zu haben. Wir gucken, oh wenn er hier. Mein Gott, Digga. Was für ein Bastard. Der sagt ihr noch, dass er mit seiner. Oh mein Gott, Bruder. Ankommt, müsste das gegen 14.23 Uhr sein, Gleis 12. Jeder kennt seine Position. Guckt, dass ihr auf jeden Fall. Während Nick die Einsatzbesprechung leitet, erkläre ich euch schnell den Plan. Wir wissen, mit welchem Zug Jimmy ankommt. Also haben wir uns über das gesamte Gebiet verteilt. Wenn Jimmy aussteigt, wird er von unseren Leuten bereits in Empfang genommen. Jimmy muss durch einen Gang, um zum Treffpunkt zu gelangen. Dort wird er dann von Team 2 begleitet, das ihn letztendlich am Ausgang an Team 3 übergibt. Die Konfro findet dann am Parkplatz statt. Dort ist er bereits in der Falle, bevor er es merkt. Hier ist es auch etwas ruhiger, sodass wir ihm die Dinge eintrichtern können, die er hören muss. Okay. Oh, die haben richtig Plan gemacht! Okay, verstanden. So, jetzt Augen aufhalten. So, der Zug rollt ein. Wir sind gespannt, ob er drin sitzt. Außerhalb von YouTube haben die Pedo-Hunters 3 weitere Pedokriminelle der Polizei übergeben schon. Krass. Ob er drin sitzt. Das Problem ist, in Deutschland passiert halt nichts. Also was heißt, passiert halt nichts? Ich meine mich zu erinnern. Ihr müsst mich korrigieren. Ich habe ein Video gesehen. Was denkt ihr, wie viel Prozent, also Pädophiler, in Deutschland ohne eine Strafe durchkommen? Also die kommen nicht mal in den Knast. Ja, 90%. Haben wir das zusammengeguckt on stream? 90%, dem passiert gar nichts. Die sind einfach weg. Dem passiert einfach gar nichts. Bruder, das ist also 90%? Bruder, wenn du 15 Euro Steuern hinterziehst, die deine Mutter, Bruder. Du kannst nie wieder richtig arbeiten. Die überprüfen jeden Schritt, den du gehst, ja? Das wisst ihr. Bruder, wenn du 10 Cent Steuern hinterziehst, das Finanzamt schickt dir Mahnbriefe, Bruder. Du hast Probleme mit, du hast Krieg mit denen. Ja, Zug fährt ein, bereit machen. Oder sagen wir mal, du gibst was nicht an oder du vergisst was anzugeben. Das ist sogar besser, du vergisst was anzugeben. Das können die dir als Steuerhinterziehung hinterherwerfen, Bruder. Ein auf, du hast es bewusst nicht angegeben, Bruder. Und Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das ist ehrlich, das ist wirklich, man muss da ehrlich sagen, Digga, das ist geisteskrank, Bruder, ja? Roter Rucksack, meines Oberteil.
Entschuldigung, hast du die Uhrzeit? Also wie viel Uhr wir haben? Wir sind 33. Kennst du dich hier ein bisschen aus? Ja, ein bisschen. Wir drehen heute. Ich mach Filme und so weiter. Ach so. Ja. Wir drehen so eine Sendung. Boah, Digga. Sein Arschloch ist nass. Mann, das heißt sie. Die ist richtig gut. Oh mein Gott. Relativ erfolgreich. Und du bist heute unser Hauptdarsteller. Oh mein Gott. Der hat ihn gefickt. Mann, das heißt sie. Die ist richtig gut. Die ist relativ erfolgreich. Du bist heute unser Hauptdarsteller. Ja. Nee. Nee? Nee. Ja? Du bist. Was machst du denn hier? Ich wollte nur Freundin suchen. Ja? Wie heißt sie? Nina? Oh, gute Frage. Um was geht es jetzt? Ich weiß nicht. Wie alt ist sie denn? 12, glaube ich. Weißt du, was ich mich frage? In diesem Moment, wo er da so steht, gell? Fühlt er sich nicht wie der größte Hure? Ich weiß nicht jetzt. Ja, bist du, wenn ich fragen darf? 33. Ich wollte sagen, du kommst ein bisschen spät, pubertär. Kann sein? Ich war jetzt müde und ich hab jetzt keine Absicht mehr. It was at this moment that he knew. Lass mal darüber, wann gehe ich? Jetzt achtet mal darauf, wie arrogant, selbstgefällig und dreist er sich versucht rauszureden. Dieser Typ ist sich nicht zu schade, sein eigenes Patenkind vorzuschieben, als Entschuldigung. Es ist natürlich klar, auch für das, was du geschickt hast, dieses Kinderbild, das du geschickt hast. Wir sind seit einem halben Jahr sind wir mit dir in Kontakt und wir wissen, was du geschrieben hast. Du hast nur mit uns geschrieben, die ganze Zeit. Ich bin auch angeklagt wegen sowas und das ist nämlich gerade mein Problem, weil ich werde... Was ich gar nicht gemacht habe. Ja, aber du hast uns ja geschrieben. Ja, aber das Problem ist, ich habe jetzt eine komplett neue Nummer, ich habe eine komplett neue E-Mail-Adresse. Ich habe alles geändert. Aber wir haben mit. Aber du hast uns doch geschrieben. Also, Maestro hat damals 50% verlangt und dann ich hab denen gesagt, Bruder, du stillst mein Show, wenn ich das, also Frankfurt damals, als Piccolo ist einmal gekommen mit einem Raumschiff. 5 €. Krank, Alter, ja? Heftig. Hat Sinn ergeben, ja? Ich werde was ich gar nicht gemacht habe. Ja, aber du hast uns ja geschrieben. Ja, aber das Problem ist, ich habe jetzt eine komplett neue Nummer, ich habe eine komplett neue E-Mail-Adresse. Ich habe alles geändert. Aber wir haben mit dir doch vorgestern telefoniert. Vorgestern telefoniert? Videocall, das warst du doch. Ja, das war ich. Aber da habe ich doch nicht irgendwas. Naja, wir können jetzt ein bisschen so auf dumm tun. aber gut, habe ich gesagt. Ja, gut, habe ich aber. Aber du weißt es, komm. Das Ding ist, wir sind nicht die Polizei. Du weißt es und wir wissen es. Das ist Fakt, wir wissen das. So. Und du hast dieses Bild geschickt und du hast gesagt, du hast mehrere. Du hast gesagt, dass du es mit deiner 13-jährigen Cousine hast. Ja. Ich kann dir den Chat auch nochmal zeigen, aber das wird die Polizei, glaube ich, mehr interessieren. Und du hast gesagt, dass du mit einer, ich glaube, 12- oder 13-jährigen Nachbarin aus hast. Bitte, ne? Guck mich jetzt nicht so dämlich an. Wir beide wissen es. Und das Ding ist, ja im Februar oder März wollten wir uns ja auch treffen. Ja, wir machen schon Platz. Ja, wir sind hier auf der Rennbahn.
Ja, das sind geile Dinger, ey. Dankeschön. Ja, vorne wird geblitzt, Vorsicht. Sie haben Stopp hinten in der Speiche. Wenn du wegen sowas auch schon, ich sag mal, zumindest einen Straf. Zum Glück war sie die einzigste mit einem Stock hinten, weißt du? Fahren am Laufen hast. Das hilft noch nicht, das kommt jetzt auch mal nächstes Jahr. Ja gut, aber dann, das heißt, es wurde eine Anzeige gemacht und seitdem läuft halt, oder? Ja, natürlich. Na also, aber warum? Dich mit kleinen Mädchen treffen, ja, um zu haben. Und denen sagen, dass du es. Nee, ich hab nie gesagt, dass ich. Stimmt, du hast nicht gesagt, du hast es geschrieben. Wir haben es doch schon. Nein, natürlich. Wir haben es doch. Wir haben es doch auf dem USB-Stick. Wir haben den ganzen Verlauf, dass ich mit der irgendwas machen will. Doch, du hast auch ein Schmerzbild geschickt oder von wem war das? Nein, das ist es ja. Das wird mir angeklagt gerade. Wegen dieser Scheiße. Da haben wir meinen E-Mail-Account. Man hat seinen Schmerz fotografiert. Ich weiß es auch nicht. Weil du so eine wichtige Person. Person. Weil du so. Drei sogar schon. Zwei Anklagen. So. Jetzt bald hast du drei. Drei Hausdurchsuchungen. Ja, da, drei Hausdurchsuchungen. Dann sollst du die vierte werden. Guck mal, du wohnst bei deinen Eltern. Warum tust du sowas deinen Eltern an? Ja, die Frage ist, warum tut man mir sowas an, weil die können mir. Okay, das ist alles. Pass auf, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Du weißt ganz genau, das macht keinen Sinn. Das kannst du nachher der Polizei versuchen zu erklären. Wie gesagt, tu mir einen Gefallen. Du kannst anrufen, wen du willst, aber pass auf. Ja. Ich will die Hände sehen. Ne? Wenn du jetzt anfängst, irgendwelche hektischen Bewegungen zu machen, deine Hosentasche zu greifen oder sonst irgendwas. So, und wenn ich das Gefühl habe, weil das ist auch eine Sache, bis wir die Polizei gerufen haben, möchte ich, dass du das Handy erstmal in Ruhe lässt. Weil wenn du anfängst, da jetzt irgendwelche Sachen da zu löschen und so weiter, dann dürften wir dich theoretisch davon abhalten, was wir nicht wollen. Ich will dich nicht anfassen. Keiner will dich hier anfassen, wobei für ihn kann ich nicht sprechen. Aber solange ich hier bin, kannst du da sicher sein, dass der nicht auf deinem Kopf rumspringt. Also, wir hoffen, dass das so. Ja. Wir haben dann die Polizei gerufen. Dies hielt Jimmy jedoch nicht davon ab, sich selbst weiterhin um Kopf und Kragen zu reden. Unter anderem hiermit. Jetzt? Ich hab selbst Fragen, Kinder. Naja, dann erst recht. Ja, dann erst recht. Deswegen meine ich ja, das ist ja gerade das Schlimme. Wenn ich selbst Patenkinder habe, dann mache ich doch so einen Scheiß nicht. Und auch damit. Ja, Bruder, ich verstehe das nicht, Bruder, ja. Der ist 33, Bruder. Bruder, Alawala, ich verstehe das nicht, Bruder. Wenn du auf junge Mädels stehst, dann hol dir doch eine 18-Jährige, Bruder. Weißt du, keine Ahnung, Bruder, ja. Digga, Deutschland ist sogar, also laut deutschen Gesetzen, laut deutschen, kannst du mit so einer 14-Jährigen was haben. Was willst du denn von 12-jährigen Kindern, Digga? Oder wenn du merkst, ey, da läuft irgendwas bei mir vielleicht verkehrt, dann geh doch in Therapie, Bruder. Geh doch einfach in Therapie, geh doch einfach zum Arzt und sag, ey, guck mal, voila, bei mir stimmt nichts. Irgendwas ist hier kaputt bei mir. Der therapiert dich. Selbst seit über 10 Jahre leider, weil mir irgendwelche Leute halt totgetreten haben. Was für eine billige Entschuldigung ist das denn bitte? Ich wurde auch schon zusammengeprügelt. Laufe ich jetzt rum und für Kinder oder was? Ich hab noch nie irgendwie. Dann lass dich einweisen, Mann. Ich habe auch Nichten, ne? Und wenn ich dich erwischt hätte, was meinst du, was ich mit dir gemacht hätte? Keine Vorstellung. Die Polizei hat ihn dann verhaftet. Es gab Hausdurchsuchung Nummer 4 und seine Eltern haben ihm hoffentlich Hausarrest bis zur Gerichtsverhandlung gegeben. You've been busted. Aber wer wohnt auch noch mit 33 bei seinen Eltern? Da muss irgendwas nicht stimmen. Oder Chat? Da muss irgendwas nicht stimmen, Bruder. Hausarrest mit 33, Bruder. Wenn die Folge war's schon. Das war schon die Folge. Das ist die nächste Folge. Das ist die Date-Folge. Das, Digga, da muss irgendwas nicht stimmen, ja? Oh mein Gott.